Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder Andreas Fockroth, Gitarrenlehrer und Organisator des Gitarrenweltrekord. Und heute möchte ich euch ein wirklich verrücktes Effektgerät vorstellen. Es handelt sich um den Probe Vexter von Z-Vex. Und ich würde vorschlagen, wir legen einfach gleich los. Ja, das ist schon ein bisschen ein besonderes Gerät. An sich handelt es sich um ein Footspedal gemischt mit Theremin. Aber der Hersteller schreibt schon in der Bedienungsanleitung, dass er selber nicht so genau weiß, wie sich die Regler denn eigentlich gegenseitig beeinflussen. Und er wünscht einem vor allem Kreativität. Ja, wir starten mit einem ganz normalen, geraden, cleanen Sound. Das ist unsere Basis und ich habe jetzt mal alle Regler auf 12 Uhr, außer den hier ganz rechts, das ist der Step-Regler. Der ist auf Vollausschlag, bedeutet aber, dass er nicht Einfluss nimmt am Sound. Also gestartet. Haben wir einen standardmäßigen Foot-Sound. Den können wir über diesen Regler hier, der zweite von rechts, Drive, in der Verzerrung regeln. Da ändert sich nicht groß die Verzerrung, sondern eher nur das Sustain von diesem Sound. Irgendwann kommen natürlich dann mal die Nebengeräusche und die kann der zweite Regler von links, das Gate, wieder wegnehmen. Aber natürlich ist bei so einem Gerät das mit den Nebengeräuschen so eine Sache, denn zum Teil will man das ja, dass sich die Sachen auch gegenseitig beeinflussen. Hochinteressant ist auch, dass man bei einem ja, einigermaßen mittleren Verzerrungsgrad das Ding auch fast clean benutzen kann, wenn man nämlich den Regler an der Gitarre, den Volumenregler, herunterregelt. Ja, und so wird das ganze Ding natürlich ziemlich flexibel. Okay, gehen wir weiter. Der nächste interessante Regler, den es noch gibt, ist zum Beispiel der Kompressor hier. Mit dem kann ich das Sustain doch deutlich beeinflussen. Entweder eben wenig. Oder dem Ton doch wirklich ziemlich viel fetten Anteil dazugeben. Je nach Verzerrung. Wenn man das Ganze übertreibt auf Vollausschlag, dann passiert aber Folgendes. Thank you.
hochinteressant, ne? Was hier so an Sounds zusammenkommt. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir natürlich zum sagenumwobenen Step-Regler. Wenn ich den nämlich nach links drehe, dann fängt dieser Theremin-Effekt an. Und auch der Drive-Regler hat nochmal einen ziemlichen Einfluss auf das, was hier passiert. Und je nachdem, was ich mit meiner Hand hier dann in der Nähe des Pedals mache, kann ich den Sound da damit nochmal beeinflussen. Also je nachdem, wie nah man hingeht, wie man da drüber wackelt, nimmt das eben diese Bewegung auf. Wie ein Theremin und man kann den Sound verändern. Ja, das war mal ein kleiner Einblick in die Möglichkeiten des ZVAX Probe Vaxter. Es gibt noch eine Menge weitere Variationsmöglichkeiten und wie der Hersteller schon sagt, Kreativität ist hier absolut notwendig. Man kann einfach alle Kombinationen probieren, diese Regler, die sich wirklich gegenseitig beeinflussen und dann natürlich auch mal schauen, wie man das Ganze musikalisch überhaupt einsetzen kann. Aber es macht auf jeden Fall einen riesen Spaß. Wenn euch das Video Spaß gemacht hat, dann schaut euch die anderen Videos von mir an. Es gibt eine Menge andere Pedalvideos von mir, auch eine Menge Lehrvideos. Und ja, wem das gefallen hat, ich freue mich natürlich über Kommentare unter dem Video. Schaut euch mal die Links an oder gebt mir vielleicht ein Like auf Facebook. Ansonsten viel Spaß beim Üben und Ausprobieren. Bis zum nächsten Video. Hier war Andreas. Ciao.